Wir stehen hier draußen, weil unsere Tarifverhandlungen Metall-Elektroindustrie noch im vollen Gange sind. Es gibt zu unserer Forderung von 7% und 170 Euro für Auszubildenden noch kein ausreichendes Angebot. Das Angebot ist erstens ein Witz in der Laufzeit, in der Höhe und auch viel zu niedrig. Von daher müssen wir heute noch mal raus, um die Tarifverhandlungen zu unterstützen, damit es auch ein gutes Ergebnis gibt. Ja, das ist ein Schock für die Beschäftigten, dass hier so viel Personal abgebaut werden soll, weil wir schon seit rund 2 Jahren dafür kämpfen, dass hier alternative Produkte an den Standort kommen, dass wir neue Geschäftsfelder aufmachen, um eben genau das Delta aufzufangen. Der Konzern hat sich jetzt entschieden, den Personalabbau anzukündigen und das schockiert die Beschäftigten hier schon sehr. Wir wollen die Arbeitsplätze sichern, deswegen haben wir heute auch hier nochmal die Fortsetzung unserer Unterschriftensammlung für einen Zukunftstarifvertrag. Genau damit wollen wir Beschäftigung dauerhaft hier am Standort sichern. In jeder Tarifrunde ist es so, dass es Unternehmen auf der einen Seite gut geht und anderen geht schlechter. Und nichtsdestotrotz wird es am Ende mit gemeinsamen Warnstreiks auch immer ein gutes Ergebnis geben, was den beiden Situationen gerecht wird. Also alle Unternehmen können die Ergebnisse stemmen und wir haben immer Lösungen gefunden, die allen Situationen auch entsprechen. Ja, das war erstmal sehr bedrückend für die Kolleginnen und Kollegen. Das Schwierige an der Situation ist, dass der Arbeitgeber auch noch kein Konzept vorgelegt hat, wie die Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. Er hat jetzt erstmal gesagt, die Beschäftigten können ja freiwillig sich was anderes suchen. Sie könnten vielleicht Altersteilzeit machen, was aber auch deutliche Rentenabschläge nochmal mit sich ziehen würde und oder Arbeitszeiten verkürzen, was dann aber auch bedeuten würde, dass sie gleich auf Lohn verzichten. Der Arbeitgeber hofft, dass die Leute freiwillig die Fahnen hier einrollen und vom Hof laufen.